Ja, hallo liebe YouTube-Follower. Hier werden wir schon weggespült. Ja, ich bin heute in Köln und wie es der Laden vielleicht schon verrät, Krisel an der Oper. Was wird es wohl hier geben in sowas? Kannst du mal das Schaufenster filmen? Sieht ganz nach einem Anzug aus. Ja, also wenn ihr das Video jetzt seht, wird wahrscheinlich die ganze Sache schon erledigt sein. Habe ich den Anzug schon zu meinem hochoffiziellen, tollen Anlass getragen, und zwar zu meiner Hochzeit. In der Stadt ist laut, bin lieber im Dorf. Aber ich möchte euch trotzdem mitnehmen, wie ich mir meinen Hochzeitsanzug aussuche, wie das alles vonstatten geht. Also es wurde schon einmal Maß genommen von mir. Jetzt habe ich natürlich folgendes Problem. Als ich Maß genommen wurde, war ich so in einer Regenerationsphase, hatte so 110 Kilo. Und dann kam jetzt die Aufbauphase, die ich eigentlich gar nicht so krass durchziehen wollte. Aber irgendwie lief es einfach super. Also ich bin schwerer und schwerer geworden, habe mich die ganze Zeit gar nicht gewogen und stellte mich jetzt auf die Waage und hatte auf einmal 117 Kilo. Deswegen musste ich jetzt eine kleine Crash-Diät einlegen. Bin jetzt wieder runter auf 113 Kilo. 113, 114 Kilo. Und mal schauen, ob mir mein Anzug mit den Maßen, die wir letztes Mal genommen haben, noch passen. Der Besitzer des Ladens ist ein Freund von mir, der Helmut Krug. Und den Laden, das ist, glaube ich, der älteste, können wir ihn gleich selber nochmal fragen, das ist der älteste Herrenmode-Boutique-Ausstatterladen in Köln. Ich glaube schon seit 1800 irgendwas. Ich glaube, wir gehen mal rein. Ja, jetzt sind wir endlich mal reingegangen in den Laden, weil draußen war es zu laut. Ich sage immer, ich bin lieber am Dorf, da ist es nicht so laut wie in der Stadt. Vorhin sind nämlich Feuerwehr vorbeigefahren. Und ich war gerade dran zu erklären, dass das hier, hast du mir gesagt, dass das der älteste Herrenmode-Ausstatterladen Kölns ist? Nein, das ist nicht ganz korrekt. Das ist das älteste Haus von Köln für Gesellschaftskleidung. Ah ja. Angefangen hat es mal mit Priesterkleidung, aber das ist danach für Gesellschaftskleidung geworden. Aha. Also das führende Haus der Gesellschaftskleidung von Köln und Umgebung. Aha, okay. Das ist korrekt. Okay. Seit 1896. Wahnsinn. Und jetzt gibt es hier ausschließlich Bräutigam-Mode. Also alles für den Bräutigam, aber ja, hauptsächlich, also beziehungsweise auch alles für die Bälle. Was an Gesellschaftskleidung anfängt, was man für einen Ball braucht, Smoking, Frack. Okay, also wenn ihr aus der Nähe von Köln kommt oder sogar wie ich wohne 300 Kilometer von Köln entfernt, kommt gerne mal hier vorbei. Das ist übrigens der Helmut Krug, wir haben ihn gar nicht vorgestellt. Und ihm gehört der Laden hier, Krisel an der Oper. Einfach googeln und mal kurz anrufen, Termin machen, das ist immer am schönsten, damit auch gerade jemand Zeit hat. Und dann kommt er vorbei und sucht euch was Schönes aus. Also ich kann es sehr empfehlen, sehr, sehr gute Beratung, sehr, sehr freundlich und auch eine sehr große Auswahl, auch für so dicke Jungs wie mich. Und wir wollen jetzt mal gleich schauen, ob der Anzug auch passt. Ich habe eben schon als Einleitung gesagt, wahrscheinlich, wenn das Video erscheint, wird die Sache schon erledigt sein. Da habe ich wahrscheinlich schon den Ring am Finger, weil wir das natürlich dann erst nach der Hochzeit bringen wollen. Wir natürlich meine Frau auch überraschen mit meinem Hochzeitsanzug. Aber wir schauen mal, ob es noch passt. Also Tim, ich muss sagen, du hast alles gesagt. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Gut.
bisschen weiter könnte es eigentlich, aber... Möchtest du hier gerne ein bisschen weiter haben? Hier? Jetzt, wenn ich hier so anwinkel, die Arme, weißt du? Ja, pass auf. Wenn ich da... Ich kann das jetzt ja nicht hier machen oder so. Dafür gibt es diese Naht, die okay. in Hemd reingeht, hier. Wenn du jetzt sagst, ich möchte hier noch ein ganz klein wenig... Ich schieb das mal runter. Jetzt beweg dich mal. Weil der Stoff... Ja, aber jetzt ziehe ich schon... Jetzt anwinkel, ziehe ich schon aus dem Nacken den Stoff oben bei. Ja. Pass auf, dann mache ich dir das hier weiter ein bisschen, hier rüber. Aber nur 2 cm, nicht, dass es ja, nee, das reicht, ist dann. Ja. Das wäre mir lieb. Ja. Das sieht dann sonst so doof aus. Das wäre mir lieb. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich beim Helmut. Vielen Dank, Helmut. Tim. Hat mich wirklich gefreut. War prima. Hochzeitsanzug passt, wie gesagt. Ich freue mich jetzt riesig auf unseren Tag. Ist jetzt noch ungefähr einen Monat hin bis zur Hochzeit. Auch mein kleines Off-Season-Hoch hat keine Auswirkungen gehabt, also ich passe noch rein, das war die Hauptsache. Helmut hat noch mal ein bisschen was abgesteckt, so ein paar Feinheiten getunt und bist auch zuversichtlich. Das ich bin zuversichtlich. Prima, freue ich mich. Also hier fühlt man sich sehr gut aufgehoben, in diesem Sinne, wir hauen wieder ab und schaut mal hier vorbei, Griesel an der Oper. Ciao, ciao. Ciao.